Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran spitzt sich zu. Iranische Revolutionsgarden stürmten ein Containerschiff, das einem israelischen Milliardär gehört. Es war auf dem Weg nach Indien und wurde nördlich von Dubai gekapert. Anschließend zwangen die Soldaten die Besatzung, durch die Straße von Hormus iranische Hoheitsgewässer anzusteuern. Schon gestern hatte das Auswärtige Amt wegen der Spannungen alle Deutschen im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen. Allzu große Aufregung herrscht heute in Teheran nicht. Dennoch ist eine mögliche Eskalation mit Israel Gesprächsthema. Die Zeitungen, überwiegend regimenah, schreiben über mögliche Bestrafungen. Viele Iraner machen sich Gedanken, wie diese aussehen könnten. Wir Iraner wollen keinen Krieg. Aber was hat Israel sich dabei gedacht, eine Botschaft eines anderen Landes anzugreifen? Das bringt die Regierung hier in Zugzwang, eine Zwickmühle. Die Rede ist vom mutmaßlich israelischen Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus Anfang April. Dabei starben 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, unter ihnen 2 Generäle. Irans Religionsführer und höchster Mann im Staat, Ali Khamenei, kündigte daraufhin Vergeltung an. Das teuflische Regime hat einen Fehler begangen. Es muss dafür bestraft werden und es wird bestraft werden. Unklar, ob der Iran wie in der Vergangenheit über Stellvertreter wie die Houthis im Jemen oder die Hisbollah im Libanon antwortet oder Israel erstmals direkt angreift. Beobachter glauben, Teheran wolle eine große Eskalation vermeiden, auch aus Angst vor einer Konfrontation mit den USA. US-Präsident Biden erklärte gestern dennoch, er rechne eher früher als später mit einem iranischen Angriff. Wir unterstützen Israel. Wir helfen dabei, Israel zu verteidigen, und Iran wird keinen Erfolg haben. Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte seine Sicherheitswarnung für den Iran mit der Aufforderung an Deutsche auszureisen. Währenddessen konfiszierte die iranische Revolutionsgarde im Persischen Golf ein Containerschiff mit Verbindungen zu Israel. Wohl nicht der angekündigte Vergeltungsschlag, aber eine weitere Provokation inmitten einer gefährlich angespannten Lage. Deutschland will der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das halte das Bundesverteidigungsministerium mit. Grund seien die zunehmenden russischen Luftangriffe. Das Patriot-System komme aus Beständen der Bundeswehr und werde unverzüglich übergeben. Zuletzt hatte Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt und dabei insbesondere die Energieinfrastruktur im Visier. Bislang hat Deutschland 2 Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert.